Nachrichten können nur gelesen werden, wenn beide die gleiche Sprache können. Und verschlüsselte Texte können nur entschlüsselt werden, wenn beide dieselben Chiffrierverfahren nutzen. Dieses Prinzip betrifft fast alle Situationen im Alltag eines Menschen, wo er mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Deshalb wurden gemeinsame Standards, wie zum Beispiel Uhrzeiten, gewählt. Auch in der Forschung des 19. Jahrhunderts wurde ein Austausch der Ergebnisse immer wichtiger, sodass internationale Maßeinheiten wie zum Beispiel der Meter eingeführt wurden. In Deutschland gibt es das Deutsche Institut für Normen, welches beispielsweise die Größe für Papierblätter vorgibt.